Morgen Leute, wir sind kurz vor der Losfahrt. Kennt ihr? Das ist in Deutschland allen bekannt. Kommt jetzt auf mein Bettmobil hier. Die Sache ist einfach die, das ist eine gute Erinnerung von wo wir hier sind und wo wir hinfahren. Weil im Moment sind wir im MMA-Steinzeitalter mit Dinosauriern und wir fahren jetzt in die Zukunft. Yeah. Viel Spaß bei der Reise. Und gehen wir ganz kurz her. Mich kennt er mittlerweile. Hier ist Arthur, mein Sidekick. Ich habe eigentlich gedacht, ich fahre mit Robin in Urlaub, aber Ivan Lendl kommt mit. Man betrachtet die schönen Shorts. Ich glaube, wir müssen mal mit ihm einkaufen gehen. Das ist mein Sohn, Hunter Kimura. Wurde am 11.07.2009 geboren. Das war der Tag von UFC 100. Was? Ja, wir meinen es mit MMA nicht ernst. Wir meinen das hier sehr ernst. Er ist ein MMA-Baby, kennt sich wahrscheinlich mit MMA besser aus als der durchschnittliche Deutsche. ja, wie gesagt, alleinerziehender Vater, von dem her kommt meine Mutter, kümmert sich zum Glück um ihn, solange wir unterwegs sind. Ja, wie gesagt, fast auf den Tag genau findet in Vegas Chael Sonnen gegen Anderson Silva 2 statt. Wir werden dabei sein. Bis dann. Wir fahren gerade in Bremen los. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wir sind auf dem Weg nach Las Vegas. Aber wenn ihr mein Leben kennt, dann werdet ihr auch feststellen, nicht alles ist so einfach, wie es aussieht. Ja, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg nach Holland. Meine große Hündin wegbringen zum Decken. Weil die hatte ich zwar untergebracht irgendwo in Frankfurt mit jemand, der sich mit Bobos auskennt. Die einzige Grundbedingung war, dass sie nicht läufig sein kann. Und sie sollte auch erst in 2 Monaten läufig sein. Aber wie das halt so ist mit den Bobos, die machen nie was richtig sollen. Und er hat sich entschieden, doch jetzt läufig zu werden. Das heißt, wir fahren jetzt nach Holland, da geben die gute Dame ab. Und danach fahren wir an den Bodensee. Kurz bei meinen Eltern vorbei, kurz meinen anderen Hund bei seiner Ziehfamilie abgeben. Dann werden wir mal ganz kurz das gute alte berühmte King's Gym besuchen. Und morgen früh geht es weiter nach Vegas. Und ja, gut, 23 Uhr Ortszeit Las Vegas, morgen Abend sind wir da. Viel Spaß. Jo. Ja, morgen Leute, wir sind mittlerweile fast am Bodensee gelandet. War eine lange Reise gestern, über 1000 Kilometer. Aber alle meine Kinder sind gut verstaut und ja, es kann losgehen. Wir sind jetzt auf dem Weg noch schnell nach Ravensburg in die Stadt, ein paar Sachen erledigen, ein paar Sachen einkaufen und dann fahren wir nach München. Danke. Tschüss. Morgen Leute, hier sind wir mal wieder. Wir sind vor ungefähr 26 Stunden aufgebrochen. Wir haben mittlerweile 1257 Kilometer hinter uns gebracht. Wie gesagt, alle meine Kinder sind versorgt. Wir gehen jetzt noch schnell zu meinem Freund Flo. Arbeitet beim Film. Werden da das Auto abstellen. Er bringt uns zum Flughafen. Und dann ist zum Glück der fahrende Teil dieser Reise nach Las Vegas weg. Ja, waren gerade unter dem Bodensee. Wetter war absolut eine Katastrophe. Wetter hier ist auch okay. Bis auf, dass mein Navi komplett einen Herzinfarkt gerade hat. Und absolut in der Gegend rumschickt, aber ich meine, wer jeder einen Navi hat, der weiß, wie das funktioniert. Ja, bis gleich. Tschüss. Vorne hingefahren. Ja.
Und im Prinzip reingelaufen, eingecheckt und raus. Ich bin noch nie rumgelaufen. Aber schon vom Feinsten. Ja. Also hier habe ich schon das alles aufgenommen. Ja, also wir haben es geschafft. Wir sind im Boarding Gate. Es ist alles immer noch etwas surreal. Nach einer Zeit und der ganzen Vorbereitung, die in diese Sache gegangen sind, war noch echt spannend am Schluss. Schon immer sehr komisch, weil man nicht genau weiß, ob man dachte, oh, vielleicht was vergessen hat oder nicht. Weil man merkt das ja immer zu spät, haben wir zum Glück nicht. Die Passkontrolle ist immer auch gekommen, obwohl wir uns sehr genau angeguckt haben, warum auch immer. Wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen, aber es ist schon komisch, wenn der Typ zu lange guckt und wieder hoch und wieder runter. Und dann denkst du, was soll das? Egal, ich wollte noch ganz kurz mit euch durch die Reiselektüre gehen. Weil man muss ja gut vorbereiten, auf eine Reise geht. Also, seid bestens vorbereitet. Leute, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich irgendwann mal darauf besinnen will, dass es nicht darum geht, sich nur körperlich vorzubereiten. Absolute geile Sache. Mein, ohne Worte, muss dabei sein, gehört dazu. Das ist für die fetten Säcke wie ich. Muss man ein paar Kilo runter, aber will ich mal ausprobieren. Ich denke mal, Vegas ist eine gute Zeit, das vorzubereiten. Und wer es nicht gelesen hat, sollte es wirklich lesen. Gut, jetzt geht's los. Bis bald. Ja, ausgesprochen spannend. Wir stehen hier, versuchen ein Check-in zu machen. Ist ja mittlerweile alles elektronisch. Ja, der hat gerade ein von Arthurs Ticket verschluckt. Finde ich ausgesprochen spannend. Da werden wir uns gleich drum kümmern müssen. Erst wollte mein Pass nicht erkennen. Das ist der Kitz, der geht dir mal richtig den Arsch auf Grundeis. Spannend. Das sieht aber ganz gut aus. Ich denke mal, wir kommen weiter. Sorry. Ja, also wir sitzen mittlerweile im Flugzeug nach Las Vegas. Ewig verspätet. Tempo sogar, ne? Ja, ich filme ja. Gut, wir sind jetzt gerade am Flughafen, haben gerade unser Auto gekriegt. Letztes Mal, wo ich hier war, habe ich einen Rolls-Royce Stretch gehabt, um mich abzuholen. Erinnere mich, ich glaube, das könnt ihr auf Facebook sehen. Aber das ist jetzt meiner und ich bin der Fahrer und ich habe nicht so irritierenden Fahrer, wie ich das letzte Mal hatte. Bin aber ganz glücklich. Wir haben ein ganz kleines Auto gemietet. Die waren nett zu uns, haben uns ein größeres gegeben. Wir werden uns nicht beschweren. Die Reise fängt gut an. Das Wetter, die Temperatur heute Nacht ist super. Auf jeden Fall.
doch eigentlich bei Mandalay Bay überall sein. Das sieht irgendwie voll lustig aus. Ist das auch ein Haus zu vermieten oder was? Ja, Rapunzel. Ja. Ey, geil. So, ich würde da gerne leben. Morgen, 3 Uhr morgens, wir haben es mittlerweile ans Haus von Wanderlei Silver geschafft und haben mit dem Manager mit Pablo geredet. Pablo spricht erstaunlicherweise fließend Deutsch und richtig Deutsch, also nicht irgendwie so ein bisschen, der spricht richtig Deutsch. Ich bin gerade ausgesprochen erstaunt, bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber auf jeden Fall gibt es noch jede Menge Überraschungen. Bis gleich. Was zu sagen. Okay, morgen Leute. Sind hier vom Fighterhaus von Wanda FC. Wie ihr sehen könnt, super gemarketet. Das Haus ist absolute Spitzenklasse. Gibt gleich eine Tour. Ja, es ist ein bewölkter, windiger Tag, aber mein Kragen fängt jetzt schon an zu schwitzen. Ich bin gerade mal 5 Minuten draußen. Gerade mal geguckt, UFC Fight Week, ist die Hölle los hier. Es ist also jede Menge Rahmenprogramm. Fängt damit an, der Supplement Shop hier gibt dir 30% Rabatt, wenn wir bis vor 12 Uhr schaffen. Das ist nicht mehr so lang, also auf geht's. Hallo Leute, wir haben einen langen Tag hinter uns, wir haben unsere Einkäufe erledigt, wir wollten einfach nur unsere Supplements kaufen. Das war ein ausgesprochen interessanter Unterfangen. Wir haben falsche Adresse gekriegt, uns Navi hat gesponnen, wir sind also im Prinzip den ganzen Tag umsonst rumgefahren. Am Schluss haben wir den Laden gefunden, aber der war dann schon zu. Jetzt versuchen wir mal eine der ersten UFC Fight Week Partys bei Fairmont Street Experience zu erreichen, aber der Verkehr sieht katastrophal aus, also ich bin mal gespannt, was passiert. Ja, das ist irgendwie, das ist so ein Bereich, wo halt alles ein bisschen näher zusammenliegt. Ach, guck mal, Seilbahn. Das kommt mir auch mal rein. Stop!
super Superman Punch. Arthur, schlag mit der Faust. Hat sich getroffen.